prinzipiell kann man sagen, Ethereum wurde damals 2015 gestartet unter der Prämisse, dass man irgendwann in ferner Zukunft das energieintensive Mining austauscht gegen eine effizientere Variante, diese Blockchain zu besichern und deren Wert zu erhalten. Und das ist jetzt das Proof of Stake, das mit Ethereum 2.0 Anfang Dezember jetzt endlich an den Start gegangen ist, nach doch sehr vielen Jahren an Forschung, Entwicklung. Und da hat aber Ethereum es geschafft, einen Prozess zu entwickeln, der fast alle Vorteile des Minings erhält, aber gleichzeitig um einiges weniger energieintensiv ist. Also das Zauberwort ist da Konsensmechanismus, und ich meine, der wesentliche Unterschied, den wir dann technisch noch im Detail, glaube ich, erörtern, der wesentliche Unterschied ist von der Bitcoin-Blockchain etwa zur Ethereum 2-Blockchain ist dieser andere Konsensmechanismus. Bei Bitcoin ist es Proof of Work, bei Ethereum ist es Proof of Stake. Man kann sich beispielsweise ein paar Kinder vorstellen, die Monopoly spielen wollen. Und die wollen jetzt entscheiden, wer von den Kindern als erster am Zug sein soll beim Monopoly spielen. Und die wollen aber jetzt nicht vielleicht ihre eigene Mutter bitten, das zu entscheiden, weil sie der Meinung sind, nein, da wird dann das jüngste Kind bevorzugt oder es kommt zu irgendwelchen anderen sachfremden Erwägungen. Und deswegen überlegen sich die Kinder, naja, wie können wir die Entscheidung, nämlich die Entscheidung, wer von uns soll zu spielen beginnen, dezentral treffen. Wir überlegen uns also einen Mechanismus, mit dem wir alle einverstanden sind, um eine Entscheidung zu treffen. Der Konsensalgorithmus dient wirklich nur dazu, zu entscheiden, wer beim Bitcoin-Mining beispielsweise als nächster einen Block erzeugen darf und beim Ethereum-Mining genauso, wer als nächster einen Block erzeugen darf. Und der Weg, wie ich das bewerkstellige, das ist eben Proof of Work oder Proof of Stake. Beim Mining wird eine Blockchain oder wird dieser Konsensusmechanismus dadurch erreicht, dass man möglichst viel Energie einsetzt. Beim Mining ist es so, dass man eine komplizierte Rechenaufgabe löst und eine gewisse Lösung erreichen muss. Das heißt, man muss eine komplizierte mathematische Funktion so lange ausführen, bis das Ergebnis unter einem gewissen Wert liegt. Und das ist der Grund für den Energieverbrauch? Genau, weil je schneller, dass man das schafft und je effizienter, dass man das schafft, desto schneller schafft man es, quasi als der auserwählt zu werden, der einen Block erzeugen kann, und der bekommt dann auch, das ist quasi das Zuckerl des Minings oder die Belohnung, den sogenannten Block Reward, die dann immer in Bitcoin oder in Ether dem Miner zufließt. Natürlich ist es so, dass das aus dem Ganzen ein Wettlauf entsteht. Es gibt einen gewissen Block Reward, die Anzahl an Blöcken in einer gewissen Zeiteinheit pro Stunde oder pro Tag ist begrenzt. Und je mehr Leute jetzt rechnen, desto mehr Leute teilen sich dann diesen Block-Reward. Weil die Anzahl der Blöcke ist immer dieselbe, und je mehr quasi dann an Energie und an Rechnungen da reinkommt, desto weniger bekommt dann jeder für das, was er einsetzt. Das heißt, es geht in die Richtung, wer hat die effizientesten Rechenmaschinen und wer hat den günstigsten Strom. Strom, ja. Genau. Beim Staking ist es so, dass man quasi die Blockchain selber oder den Konsens nicht durch den Energieeinsatz erreicht, sondern dass man sagt, man stellt einen gewissen Betrag an Coins zur Verfügung, das ist mein Einsatz, und mit dem garantiere ich, dass ich mich entsprechend der jeweiligen Spielregeln verhalte. Mhm. Dass ich nicht schummel, dass ich nicht außerhalb der definierten Regel handle. Das heißt einmal steuerlich grundsätzlich, dass im Falle von Ethereum habe ich keinen Zufluss, weil ich habe jetzt de facto zwar meine 32 Ether gelockt, aber ich kann es noch nicht verfügen drüber. Ja? Und solange ich es nicht verfügen kann, kann ich auch nicht steuerlich etwas besteuern. Das ist meine persönliche Meinung. Ja? Und da muss man halt dann schauen, wie das ausschaut in einem Jahr oder in anderthalb Jahren. Wenn sozusagen der Contract dann so gestaltet ist, der sozusagen, wo ich sage, okay, kriege ich dann meine Ether zum Beispiel, die zurückholen kann, mir, also die Ether 2.0, ja, plus die Rewards, dann würde ich meinen, das ist ja dann ein steuerrechtlicher Zufluss, und da muss man halt in dem Jahr, wo das stattfindet, wird man sich überlegen müssen, naja, umgerechnet in Euro, ja, da ist aber die Frage, ne, natürlich, wie der Kurs dann steht,
muss man dann überlegen, sich in die Steuererklärung natürlich zu deklarieren. Und da wird man bis dorthin hoffentlich auch schon von Seiten der Finanzverwaltung mehrere Infos hören. Ich glaube, da ist es auch, deswegen war es mir auch vorher so wichtig, dass ich diese Message bringe. Nicht jede Vereinbarung ist auch gleichzeitig ein Vertrag. Und auch wenn es beim Konsensmechanismus und bei Ethereum 2.0 und bei Bitcoin einen Konsensmechanismus gibt, eine Vereinbarung zwischen den Minern, heißt das nicht, dass das gleich ein Vertrag ist. Und das hat ganz wesentliche Folgen. Nämlich bei einem Vertrag kann ich meine Vertragspartei klagen. Da habe ich wirklich einen Anspruch, dass sich eine Partei entsprechend verhält und ich kann das auch durchsetzen. Es gibt eben manchmal Systeme, wo ich eben überhaupt immer, damit die Private Keys immer bei mir, ja, das heißt, das ist auch ganz wichtig für Steuerrecht, weil man muss mal aufpassen, es gibt im Steuerrecht halt verschiedene Einkunftsarten und da muss man aufpassen, unter Umständen, wenn ich was überlasse, ja, kann sein, dass man von einer Kapitalüberlassung vielleicht sprechen könnte, ja, sage ich jetzt einmal vorsichtig. Und da ist halt, da muss auch mal etwas überlassen werden. Ne? Und das ist ja definitiv nicht der Fall, wenn ich die Private Keys immer selber habe und immer über meine Coins verfügen kann. Also das würde dann ausschließen, dass es eben keine Kapitaleinkünfte sind. Ja? Aber jetzt zurückzukommen, ja, es gibt natürlich Systeme, wie zum Beispiel das Tezos-Staking. Ja? Das ist auch ein Krypto-Asset. Tezos war in den Medien 2017 auch in dieser Streitigkeit. Ja? Aber da ist es so, dass man grundsätzlich hat man eben, man hat seine Private Keys immer, ja, aber man kriegt zum Beispiel die Rewards sofort und wenn ich sie kriege, kann ich sie sofort verwenden. Das ist ja bei Ethereum 2.0 nicht der Fall, weil wir halt momentan nur das System haben, ich kann zwar staken und kriege dann halt auch Staking Rewards gutgeschrieben, aber ich kann nicht darauf zugreifen, ja, weil eben das noch nicht, wie soll ich sagen, noch nicht die Entwicklung so weit ist. Ja.